Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part. Let's play Chrono Trigger. Ich bin es im Zimmerfix. Beim letzten Mal waren wir immer noch in der Zukunft und dort hatten wir richtig schöne Probleme. Wir haben uns hier der Obrigkeit entgegengestellt und das war definitiv keine gute Idee. Habe ich eigentlich wieder voll Leben? Natürlich nicht. So, wo muss ich denn da hin? Warte mal, da. Genau. Also, was ist beim letzten Mal geschehen? Wir waren, wie gesagt, in der Zukunft, im Jahr 12.000. Dort haben wir uns hier, gegen die Königin gestellt. Wir haben ja hier herausgefunden, dass sie Energie aus Lavos herausfiltern. Und da Lavos der Zerstörer der Welt ist, denke ich, ist das keine gute Idee, meine guten Freunde. Nichtsdestotrotz, wir wollten dort eben hingehen und ein bisschen Antworten finden. Wir sind dann zur Königin gekommen, doch sie hat uns hier ihren Gefolgsmann Dalton auf den Hals gehetzt und er hat einen gigantischen Golem auf uns geschickt, der uns ziemlich geschwächt hat. Danach wurden wir eingesperrt und nur dank der Tochter der Königin wurden wir hier gerettet. Der Prophet, wo ich echt gerade davon ausgehe, dass das Mages ist, weil der hat auch so blaue Haare gehabt. Endlich ist Islander Party. So, hat uns hier gerettet und uns wieder in die Vergangenheit geschickt. Doch unglücklicherweise ist nun das Portal in die Zukunft versiegelt. Das heißt, wir haben keine Chance mehr, dorthin zu reisen. So, jetzt schaue ich mal kurz, ob ich Eiler Magie beibringen kann. Speck you, alright, sweetheart. Unfortunately, you were born before magic existed. But you seem to have other skills that will you get by. Nö. Weil das Ding ist, ich bin jetzt Level 30. Ich hätte schon wieder mit Level 29 bekämpfen müssen. Weil da hast du. Der ist jetzt genauso, dass ich mit Level 39 bezwingen könnte. Aber so, keine Chance. So, gibst mir mal einen Tipp. Ah, so you've been to the land of magic. Now that the pillar of light is sealed, you're needing something that will transport you through time. I recall someone working on such a device. The Wings of Time, I believe he called it. I'm afraid he became a tad psychotic, spending so much of his time doing research. Okay. Jetzt werden wir übrigens Robo mal wieder die Party tun. I'm ready, Maxi. Nichts gegen dich, Alter. Aber jetzt Zeit mal wieder für Robo, Robo, Robo. Okay, also wir wissen, was wir tun müssen. Und zwar zum Protodom reisen, in das Jahr 2300, denn dort haben wir eine versiegelte Tür gesehen und diese können wir jetzt mit unserem modifizierten Bandline hier reparieren. Natürlich Frog haben wir dabei, weil Frog ein Badass ist, man. Und, hier waren wir schon ganz lange nicht mehr. Aber wenn man sieht, wie die Menschheit sich erholt hat, obwohl, jetzt wissen wir, wie sie sich erholt haben, durch Lavos Energie, ihr seid so behindert, man, ihr seid so behindert. So, oh na, muss jetzt wieder durch die Kackstadt, oder? Ich will da nicht, okay. Here's the jetpack and don't chicken up, babe. So. Jetzt ist wieder Zeit für Racing Time, oder? Einmal haben wir ihn schon bezwungen, das langt. Ich hasse dieses Spielchen ewig. Und mir juckt die Nase und ich kann sie nicht kratzen, weil ich hier gerade im Speed Racing bin. Lass mich vorbei. Hallo? Scheiße, verloren. Ha! Das ist so geil, weil immer bei der letzten Möglichkeit wirklich, dann gebe ich, schaffe ich es immer hier zu gewinnen. Das ist super. You beat me. I don't get it. You can challenge me anytime. Right, right, right. Nette Sache. Also, es ist auch so schön, dass das komplett optional ist und man könnte natürlich sich durchkämpfen da. So, jetzt muss ich nur schauen. Sphere Access? Nein. Aristo? Da, wo war die Tür? Nein, die war, glaube ich, nicht da.
Ich habe keine Ahnung. Was ist übrigens hier? Wollen wir schon mal das Handy. Bennett! Must report to Sir Crawley! Okay, bin schon weg. Bin schon weg! Ihr habt nicht das Geringste gesehen. Aber wenn ich jetzt mir recht entsinne, war die Tür ganz unten, aber ich weiß es halt echt nicht mehr. So, ich glaube, wir müssen halt echt hier nochmal runterlaufen. Ich bin mir sicher, ich laufe jetzt hier voll den Schmarrn zusammen. Ist jetzt nicht so tragisch, weil die Gegner... Das ist etwas sehr Schönes, die sind nämlich hier auf demselben Level wie damals. So. Lutsch mich nicht aus, Mann. Ganz ehrlich, du kannst ja mit Frog ein Zungenduell machen. What, das war ja! So geil. Endlich. Der ist nämlich verdammt cool. Miseratten, das sind die mit den Dietins-Clans. So, komme ich da vorbei? Leider nicht. Dann testen wir es doch gleich mal, oder? Water! Hart und jetzt 75 Erfahrungspunkte. Kann ich mir richtig viel kaufen. So, dann nach unten. In der Hoffnung, dass wir keine Gegner angreifen müssen. Ach komm, geht's mir doch jetzt auf den Zinkel. Was heißt die Gegner? Muss ich Magie einsetzen? Ja, okay, früher war das schlimm, da hatten wir halt so gut wie keine Magie. Und heutzutage ist das ja immer ganz so viel. Dankeschön, auf Wiedersehen. Ist hier nicht ausgekommen. Na ja, gut. Eine Tonne kannst du haben. Aktuell stört mich das nicht. Damals war das schlimm mit den Tonics, aber heutzutage, da können wir uns das schon mal leisten. So, ich muss mal wieder ein bisschen Robo-Skills testen. Was hat er denn hier? Hier unten. Blatos? Max Zyklon? Hä? Wieso kann ich den nicht einsetzen? Dann machen wir mal Rocket Roll. Für die reicht's allesamt. Da, glaube ich, müssen wir keine Angst haben. So, weiter weg. So. Nein, jetzt kommt schon. Alter Falter, ihr fuckt mich ab, Mann. Entschuldigung, das darf man ja nicht sagen, aber das nervt mich. Und dann können wir, ganz ernsthaft, Mann, jetzt bin ich eh schon überlevelt, Mann. 30 Level, als ich das letzte Mal, okay, nicht 30, aber ich sag jetzt mal, wir sind locker 20 Level stärker oder 15 zumindest als beim letzten Mal. Und trotzdem mal kommt immer noch vor mir dran. So, dann verreckt es halt hier. Qualvolle Art und Weise, wenn es euch dann besser geht. Bin mir sicher, ich laufe eh zum falschen Ding. Ich bräuchte meine Ducktools. Oh, ein Berserker. Sehr schön. Hey, war das jetzt anstrengend, Mann. So, aber ich glaube, wir müssen halt echt dahin. So, Trandom. Nein, wir sind falsch. So. Epische Waffen hat er. So. Doch, da ist eine Tür. Aber das war nicht die, an die ich dran wollte, glaube ich. Aber an die konnte ich mich erinnern. Und die andere Tür, das weiß ich nämlich leider gerade gar nicht. Nein! Konvanstadt. Ein Volläther.
Und ein Magic Tap. Toll. Verdammt, Mann, und wir müssen. Oh, Leute, ich bin komplett flawless, ihr durch die Gegend glauben, wir müssen hier komplett nicht hin. Ah, doch! Ja! Ich dachte echt, wir sind hier komplett falsch gelaufen. Dankeschön. Nein! Was ein Wallet. Eine volle Brieftasche haben, oder? Das ist natürlich schön. Oh! Immer eine neue Ausrüstung haben wir. Ja, tun wir jetzt mal die Miesemail hier ausrüsten. Das ist bei dir das Rulvers Losma. Kriegst du den Rockham, was am Monik klar behalten. Turn 6 Pierce sind so gel. Ja, ganz sicher nicht. Goldsort, okay, war. Ist doch ganz geil. Warte mal, Maxi? MP Use Cut by 75. Das heißt, es kostet dann nur noch. Also, wenn es davor 4 gekostet hat, kostet es jetzt nur noch 1. Das ist natürlich geil. Und, tja, dann. Oh, das kann ich mir nicht ausrüsten. Ja, doch, ich war jetzt bei der Ausrüstung. Ich war jetzt falsch. Ich weiß gerade leider nicht, wo wir hingemessen. Wir machen einen kleinen Cut, ich suche ein bisschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, liebe Leute, ich bin es heute im Summerweg und wir sind wieder da. Ja, ach, mir jetzt wirklich lange, lange Zeit habe ich jetzt überlegt, wie es weitergeht. Aber jetzt habe ich ja nochmal eine Tür gefunden und es ist auch nicht die richtige. Das dachte ich mir fast. Aber wir haben nochmal ein paar mit der Kisten gefunden. Ein Elixier, ein Hitring, ein Ohrring und ein Power Tap. So, jetzt habe ich hier ziemlich lang. Ziemlich viele Items gefunden, die eigentlich ganz nice sind. Oh, ich muss jetzt echt nicht auf den Senkel gehen. Das ist jetzt nicht so furchtbar, denn es gibt jetzt im Endeffekt noch eine Option, wo wir hingehen können, weil ich jetzt alle Domes abgesucht habe und das war jetzt die einzige Tür, die ich noch gefunden habe. Ich habe jetzt viel zu lange mit dem Schmani rumgeschaut und ja, es gibt im Endeffekt nur noch eine Option und zwar die Sewers ab in die Kanalisation, denn ihr wisst, was braucht ein jedes gute Spiel? Ein Kanalisationslevel. Genauso wie ein Level unter Wasser. Ocean Temple? Wo wird denn der sein? Der wird irgendwo im Himmel sein. Ach, Leute, das ist natürlich zerstört. Ich sage ja, das Ding hat einfach die furchtbarsten Dungeons. So. So. Da sind jetzt hier übrigens wieder in dem Dom gewesen, da wo wir den Leuten beim letzten Mal hier schon gut zugeredet haben. So. Ja, ich weiß, der Hunger bleibt, aber ich bin gerade nicht hungrig. So. Hallo? Okay, mit dir kann ich da nicht drehen, oder? Hey, fellas, look. The seed sprouted. Oh, das ist doch schön. Haben wir den Menschen hier doch ein wenig Hoffnung gegeben. Aber, und als Dank lasst ihr mich jetzt hier nicht mehr raus, oder? Ach. Furchtbare Location, lasst mich hier raus! Kacke, ja, panische Zustände. Alter, wer baut das so kacke? So, jetzt haben wir es auch rausgeschafft, Mann. Ganz ernsthaft, Mann. Ganz ein Part verschwindet hier nur mit Suchen. Aber immerhin haben wir ein paar nette Bonus-Items gefunden. Jetzt sind wir doch wieder in der Kanalisation. So, jetzt Angst vor euch haben. Ihr Raid. Das sind mir sympathische Gegner. Frog. Ich weiß gar nicht, was mit Frog los ist, aber der hat, glaube ich, die höchste kritische Trefferrate von allen Charakteren in dem Spiel, Mann. There was a bridge here. I saw it, Rabbit. Fool, Rabbit. There's nothing here. But it's your Rabbit. Someone's crumbing. Let's cram, Rabbit. Habt ihr meine Brücke kaputt gemacht, oder? Ich muss mir jetzt schon wieder hier neue zusammenbasteln. Naja, so kenne ich das. Okay, dann. Was war das? Wieso machen die das seltsame Geräusch? Wollen die da nicht runter, oder? Das ist ein Diary. Hier ist die last page. It's all over. The Fishman attack.
if I make even the slightest noise. I'd rather have my gums scrapped than have to fight those fiends. Okay. Oh, süße! Süße Katze? Doch nicht so süß. Hast mich einfach in die Falle gelockt, Kitty Cat. Jetzt ist noch die Frage, wollen wir Robo ein anderes Item geben? Weil ganz ehrlich, wie ihr seht, sein Speed ist wirklich das Problem. Ansonsten ist er wirklich als Nahkämpfer ziemlich cool. Ich habe da jetzt hier 10.000 neue Items gerade bekommen. Was habe ich denn hier? Hitring, was macht der Hitring? Strike plus 10. Maximal HP plus 50. Alter. Natürlich geil. Haha, 771 Leben, so gute Frogman. Ja, ist zu geil. So. Das wäre fake. Na gut, wir sind hier chronisch überlevelt, weil ich meine, wahrscheinlich hätte man hier schon hingehen können, als wir das erste Mal da waren. Und, ja, deswegen. Die haben Magie drauf. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die Gegner immer konstant gleich viel Schaden machen, egal auf welchem Level man sind. Und ich meine, ich denke früher, ich meine, sie konnten ja nicht mehr als 17 oder 20 Schaden machen, weil hätten sie irgendwie 200 Schaden gemacht, wenn man an einem Schlag immer tot gewesen. Irgendwie ja nichts anfassen, weil alles, was wir anfassen, das macht uns Schaden. Das ist das Hässlichste, was es gibt, weil du kannst keine Speicherpunkte faken. Das darf man nicht, das ist, sollte verboten sein. Ihr wollt Frog, einen Frosch mit Wasserattacken beschädigen. Was wollt ihr als nächstes? Wollt ihr hier auf Robo, wollt ihr den, ich weiß nicht, auf die Wampe hauen, damit er hier Schaden bekommt? Das ist aber etwas zum Speierpunkte missbrauchen. Das geht gar nicht so. Wer? Was sind das für eklige Dinger? Mach es tot, das sieht eklig aus. Mach es tot! Das sieht echt wetzend aus, Mann. Nun gut, aber immerhin funktioniert die Kanalisation auch noch im Jahr. Hier, 2300. Immer können unsere Leute immer noch zufrieden aufs Klo gehen. Man muss sich über die kleinen Dinge im Leben freuen. So, ihr seht aber, den geht's ja jetzt eh bergauf. Ich bin jetzt hier auch da hinten. Ach, wie fies, hat man gemeint. Einer hat man schon wieder nicht gesehen. Go around and press... Willst du mich verarschen? Aber da kann ich doch durch. Wusste ich doch. Okay. Das erinnert mich, ich habe ein bisschen in das schöne Spiel Landstalker reingeschaut. Das ist so ein Zelda-mäßiges Spiel aus der Isopack-Tüge. Press the Fish and Bridge, open Rabbit. So, Switch, go on, Rabbit. Rabbit, it's out of reach, Rabbit. And you call yourself a frog, Rabbit. Someone's coming. Let's scram, Rabbit. Oh, das sind die Gangsterfrösche. Und da, das ist natürlich das Problem, wenn du eine Perspektive von oben oder beziehungsweise da hast, ist es ja eine Easy-Perspektive. Das heißt, das ist von leicht schräg rechts. The three of them are almost here. Sir Crawley. Coming through the sewer like they own it. They must have death wish. We shall teach them a lesson. Let's show them here. Just let him come through here. There we chop liver. ich bin hier, gell? Hä? Und der sein Wachmann verlässt ihn einfach. Crawley, I'll schwör dir. Das hat gerade Maximus gerufen. Nein, was habe ich hier? Rockband? Naja, und da ist es halt auch das Problem, weil das Spiel aus der Perspektive ist. Du, also der hat kaputt, ich hasse. Schon wieder so ein Gegner, der immer der auf einen Schaden, dass man nur ein Leben hat. Das Problem an solchen Spielen ist halt immer, wenn man von oben, es ist halt einfach schwer, so Sachen zu sehen, wenn man halt von oben immer drauf schaut. Und das war in diesem Spiel so und das war jetzt auch hier gerade ein wenig doof. Kann ich jetzt eigentlich von euch Skills hier einsetzen? Auch wenn ihr nicht in meiner Party seid, das wäre natürlich auch mal geil. Haha, geil. Schade, nein. Aber es war klar, dass das nicht geht.
Robo Heil! So, laufen wir weiter. Und dann schauen wir mal. Oh, komm, ich hab da euren Boss bezwungen. Was wollen. Ja, diese ekligen Viecher. Mal ist tot, Maxi! Mal ist tot! Ich übrigens, ich hab jetzt meinen coolen neuen Ohrring, der. Wo ich jetzt nur noch ganz wenig MP kosten habe. Jetzt kostet mich mein schönes Lightning 2. Kostet mich jetzt nur satte 2 MP. Und jetzt schaut euch mal an, was das. Wie krass diese Move ist, Mann. Also ganz ehrlich, wenn man sich ein bisschen in der Umgebung umschaut, findet man so badass-mäßige Items, Mann. Ist auch was Schönes, weil ganz ehrlich, in vielen Rollenspielen ist es so, du gehst auf Itemjagd und dann findest du am Ende irgendwie ein Item, wo die Waffe 2% mehr Schaden macht als die vorige und denkst dir, jo, ist natürlich geil. Aber hier wirklich belohnt dich mit richtig, richtig coolen Waffen und so gehört sich das ja auch. Ah ne, da bin ich hergekommen. So. Nein, mach es tot! Nein! Weg, 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 weg! Die sind so eklig, Mann. Ich weiß gar nicht, die sind so aus wie verschimmelte Eier, aus denen schon der Schimmel rauswächst. Nicht lecker. So, ich denke, wir sind richtig. Bitte, bitte, lass uns richtig sein. Keep us down. Ha! Ha! Ich glaube, wir sind richtig. I know! Please do not disturb my slumber. Hey, soll ich dir mal meine Rückenkratztechnik zeigen? Vielleicht hörst du mir dann zu. Und da ist die versiegelte Tür. Wir sind richtig! So, gut. Da will ich eigentlich nicht rein. Muss ich das jetzt jedes Mal machen, oder? So. Hä? To those who opened the door, I am Balthasar, the Guru of Reason. I once lived in the Kingdom of Zeal. A great disaster in Zeal somehow threw me into this era. To my surprise, Larvas exist here, and I suspect in other periods as well. Aeons ago, Larvas descend from the heavens, burrowing deep into the world's core. He began to consume our planet's energy and grow stronger. Larvas disappeared briefly when he was summoned away by the mighty wizard who lived in Guardia in the year 600. In 1999, Larvas claims this era and reigns from high atop Death Peak. Larvas continue to replicate like a giant parasite. He is consuming our world. Forced to live here, I continue to conduct research on Larvas, but I am growing old, and it's impossible to keep sane in such trying times. So before I lose it completely, I shall safeguard my data and my ultimate creation. How I long to return home, but I have grown frail. So you have opened the door, I leave things in your hand. Only by mastering time itself do you stand a chance against Larvas. The odds will be against you, but you are true heroes. The world is in your hand. Open now the last door and take what you find there. My last invention. My wings of time. Und er wird für das Spiel geil. Jetzt öffnet es sich nämlich komplett. Leute, wir machen jetzt hier einen kleinen Cut, bevor wir seltsame Tänze wieder machen. Und beim nächsten Mal werden wir dann herausfinden, was die Wings of Time sind. Und dann wird es wieder cool werden. So, bis zum nächsten Mal dann. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.